Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Deathloop. Heute geht es weiter. Wir haben das letzte Mal ein paar Entdeckungen gemacht. Und zwar bezüglich der Codes, die wir von den Horizon Bunkern bekommen haben. Ja, gut, das mit der Konsole haben wir auch gemacht. Courage, da haben wir leichter geschalten am Morgen in Abdarm. Das werden wir am Nachmittag uns anschauen. Aber zuerst werden wir mittags jetzt hier nach Frosted Rock gehen und schauen, dass wir den Bunker tatsächlich... Ach, scheiße, Moment, nee, den Bunker können wir nur am Morgen machen, weil das Wasser sonst zu hoch steht. Stimmt. Oder? Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich weiß, entweder am Mittag oder am Nachmittag geht es nicht. Oder bei beiden. Ich weiß nur nicht gerade, ob es jetzt wirklich jetzt nicht geht. Oder ging es am Nachmittag nicht? Nee, am Nachmittag ging es safe nicht. Weil wir haben einmal am Nachmittag... Da waren wir bei dem von, na, wie hieß das? Nicht Fias Bunker, sondern der kleine daneben. Da waren wir und dann, ja, genau, jetzt ist nämlich zu, ah doch, nee, na klar funktioniert es jetzt, ich bin ja ein Depp. Aber der letzte von denen. Die anderen haben sich gegenseitig gekillt, gell? Ah, nicht ganz, nicht alle. Wo ist denn hier ein Siegel? Hallo? Ach so, genau unter dieser scheiß Knarre. Da, so. Ist hier mehr als einer? Ja, dann können wir mal wieder ein bisschen... Oh nee! Oh! Wo hat sie sich hin teleportiert? Oh shit! Könnten wir auch mal machen eigentlich. Hey, warum sind da noch andere? Rück auf! Lade nach! In Deckung! Wo? Oh shit! What the fuck? Okay, ich habe nicht mit Juliana jetzt gerechnet. Okay, wir machen das so. Hey, hier ist nochmal irgendwo. Alter Schwede, holy shit, wie gut versteckt sind die Sachen gerade alle.
So, weil wir kommen ja jetzt natürlich schon hier rein. Müssen allerdings vorher nur die richtige Anzahl an Mal klingeln. Mir geht's jetzt, gut genug. Jetzt bringen wir das ja nichts mehr. So, und zwar, wir haben hier einen Klingelknopf und... Moment, lass mich kurz auf der Karte schauen, wo wir hier sind nochmal. Wir sind bei R33, 19 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sehr schön, Gott sei Dank. Holy shit. Tür ist offen. Alter Schwede, haben wir dafür jetzt eine Entdeckung bekommen? Ja, haben wir. Genau, in Frosted Rock können wir nämlich hier, wenn ich 19 Mal klingel, genau. Das einfach random rauszufinden, ist vielleicht auch möglich, aber ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich. So, was hast du hier für eine... Kanesi-Verbesserung, sehr schön. Sehr schön. Fleischbombe. Ich füge jedem Schaden zu, wenn er geworfen wird. Okay, wir können schneller nachladen mit der Waffe. Ja, okay. So, das wirklich Interessante ist jetzt aber hier die Codes einzugeben. Und zwar, wir haben einmal den Code von hier. Genau. 6B9. Dass ich das nicht automatisch vervollständigen kann, ist jetzt ein bisschen ätzend, aber hoffentlich ist geiler Scheiß dahinter. Dann, der nächste Code ist 5E5. 5E5. Ja, und der letzte Code, last but not least, haben wir 8J6. Den zu knacken durch einfaches Rumprobieren ist, glaube ich, so ziemlich entweder das unnötigst zeitaufwendigste, was es überhaupt gibt. Das ist literally, glaube ich, der letzte Buchstabe auf dem Einstellgrad. Aber ich bin gespannt, was dahinter ist. Nämlich das Archiv der Spione in ihrem Bunker in Frosted Rock. Ja, okay, das wissen wir aber schon dank den anderen Dingern. Hier ist ein Archiv. Okay. Jetzt nur gut umschauen, nichts übersehen. Oh, interesting. Tresortür. Oh. Markierte Gegner zusätzlichen Schaden zu. Okay, das ist cool. Dossier der Captain. Oh, das ist sicher über uns was. Streng geheim. Betreff Cold Warnsicherheitschef des Aeon-Projekts. Pilot und blutrünstiger Abwickler. Ich weiß nicht, ob ich mich geschmeichelt oder hier verärgert fühlen soll. Codename Maulwurf. Quellen: Personalunterlagen der Mutterland-Luftwaffe, Patientenakten der Dargier-Anstalt, Aeon-Projekt-Archive, zusätzliche weiterführende Dokumente. Hintergrund: Nach der Gründung des Aeon-Projekts holte Igor Sterling, Codename Geist, die Zielperson Maulwurf aus der Dargier-Anstalt, in die sie 5 Jahre zuvor nach dem Absturz mit einem alten Wasserflugzeug über den Docks des Dorfes Huishui eingewiesen worden war. Aus dem Wrack stolpernd zeigte Maulwurf Symptome einer fortgeschrittenen psychischen Dissoziation. Maulwurf war der Meinung, es wäre das Jahr 1938 und er, Cold Warn, ein MLW-Pilot, der in besagtem Jahr als im Dienst verschollen gemeldet wurde.
Der Maulwurf dieser Mann, dann müsste er über 50 Jahre alt sein und das ist er eindeutig nicht. Allerdings weisen stark redigierte MLW-Unterlagen darauf hin, dass ein Captain Vaan, geboren 1911, mit dem Expeditionskorps von Operation Horizon in Verbindung stand, das in den Nachkriegsjahren geheime Experimente auf Black Reef durchführte. Laut Aeon-Propaganda sollen die Zielpersonen Geist und Maulwurf zu dem Black Reef gemeinsam lokalisiert haben. Zusammen mit der aktuellen Bestrebung von Uhrmacher macht dies die Behauptung von Maulwurf, dass er mehr als 15 Jahre lang in einem sich wiederholenden Tag gefangen war, glaubwürdig. Ebenso wie die Realisierbarkeit des Aeon-Vorhabens einer groß angelegten Zeitschleife. Das war quasi das erste Mal, haben die Nase in die Vergangenheit gesteckt von deiner Person oder der Person, die du mal warst. So. Palim, palim. The fuck? Okay, das hier geht. Küstennahe Entsorgung. Fristed Rock. Was? Das Verschwinden von Eternalisten während der Vorbereitung auf den ersten Tag. Wann über die letzten 2 Jahre? Quelle Rotvogel persönlich bestätigt und anhand von Aeon-Aufzeichnungen geprüft. Scheint, als erst jemand Leute verschwinden, die nicht hundertprozentig mitspielen. Verdächtige Ziel Swinger. Vermutlich sind noch andere involviert. Wer ist ein Swinger? Swinger könnte Alexis sein, oder? Die Höhle an der Küste hinter dem Hotten Spicer sollte ausgekundschaftet werden. Okay, scheinbar sind mehrere Aeon-kritische Eternalisten verschwunden. Jemand hat in einer Höhle an der Küste hinter Franks Club etwas Verdächtiges vor. Okay. Borstenpinsel. Was? Ziel Borstenpinsel beschäftigt sich mit einem großen Projekt in der alten Horizon-Generatorstation in Fristed Rock. In der Werkstatt der Anlage befinden sich offenbar entsprechende Baupläne. Wann laufend? Quelle Eternalist Baumgarten. Ich zitiere... Die macht da irgendwas mit einer Menge mehr Energie als ihr Gebilde. Analyse, mögliche Verbindung zum ursprünglichen Verwendungszweck der Anlage, weitere Beobachtung erforderlich. Ja, also Borstenpinsel ist dann 4 ganz offensichtlich und ja, sie will den hier Generator zur Not aktivieren. Nachtrag, Baupläne inspiziert, 4, das Reaktor kann deaktiviert werden, indem man die Kernsteuerung zugreift und die Kabel in dieser Reihenfolge kappt, rot, blau, grün. Cool, dass ich das jetzt auch dadurch erfahre und dann gelb am Ende. Finde ich sehr interesting, dass es quasi meistens 2 Lösungen gibt. Ähnlich wie bei Dishonored, aber sind ja auch dieselben Macher. Das ist saugeiles. RVS-Bericht Showverwaltung. Der Sicherheitscode für das Hotten Spicer 6165 minus 4 Wochen bis zum ersten Tag. Sternflug über Eternalist O. Blacksmith. Analyse, das von Ziel Feuerball für Ziel Swinger eingerichtete Sicherheitssystem. Feuerball ist dann Charlie. Und Swinger ist dann für Ziel Swinger? Nee, Swinger müsste dann Frank sein, oder? Eigentlich schon. An der Hinterseite des Gebäudes deaktiviert werden. Dorthin zu gelangen dürfte sich als nicht ganz einfach erweisen, dennoch stellt dies eine bedeutende Schwachstelle in Swingers ansonsten beeindruckender Befestigung dar. Da sind wir eh einmal schon eingestiegen. Genau das haben wir auch schon längst rausgefunden. Zugang zu Schwätzerin. Das ist Safe Harriet. Was? Code für Wartungstunnel unter dem Hangar 2. Alter, ich krieg hier bei diesen Horizon-Dingern jetzt die ganzen Infos. Hätte ich die am Anfang bekommen, wäre das Spiel so vorbei gewesen, gefühlt. 6, 2, 3, 4 waren Infiltration erfolgt bald möglichst. Quelle Amador Jack unter Zwang. Die Tunnel verbinden die 2 Hangars von Ziel Schwätzerin. Sie verlaufen unter der Kanzel von Schwätzerin und enden wenige Meter entfernt von der Unterkunft des Ziels. Tunnel erhalten Flaschen mit Chemikalien, Vorsicht geboten. Ja, ich weiß. Kalter Lappen. Was? Parameter von Ziel Geistsicherheitsnetz im Komplex. Vermutlich dauerhaft Stand minus 5 Monate bis zum ersten Tag. Quelle Käferprinz, direkte Beobachtung von Zielgeistsbegegnung mit dem großen Jenseits bei Antenne P. Analyse, Zielgeist stellt eine enorme Hingabe unter Beweis, um seine Einsamkeit vor jeglicher Störung zu bewahren. Leider löst seine Lightshow den Alarm nicht aus, wenn er seine Tarnung aktiv hat. Das gilt für Geschütze, Laserwände und alle anderen Systeme, bei denen sich Lichtbrechung auf die Sensoren auswirkt.
auf Sprengwaffen mit Annäherungsauslösung, Wärmeerkennung, hat dies keinen Einfluss. Vizilgeist bei einem beinahe tödlichen Versuch, hackendicht und mit nichts weiter als einer seiner Tafel bekleidet, mit einem spirituellen Wesen zu kommunizieren, feststellen musste. Es ist ein Wunder, dass er noch alle Körperteile hat. Für weitere Untersuchungen wäre Rotvogel aufgrund ihrer entsprechenden Erfahrung bestens geeignet. Okay. Also Igor hat offenbar sehr krasse Experimente gemacht oder Partys gefeiert. Deswegen geht er wahrscheinlich auch auf Alexis Party, wenn man es ihm nur schmackhaft macht. So, Palim Palim. Was ein Code für Gideon Fry's Lieferstation. Danke. Wie gesagt, hätte ich das... Hier sind so viele Codes und wichtige Sachen drinnen. Quelle Gideon Fry als Vergütung für Aktionen gegen seine Konkurrenten. Analyse. Die Station ermöglichen uns Ausrüstung diskret zu verschiedenen Black Reef Distrikten zu transportieren. Stationen befinden sich an folgenden Orten. Parkplatz des Komplexes, die große leuchtende Reklametafel in Frosted Rock, Hauptstraße in Karlsbucht bei den Gärten der Wahrnehmung und Bibliotheksplatz in Abdam bei Verwendung des Christion-Wartens walten lassen. Das einzig wirklich Interessante ist, soweit ich das gesehen habe, die küstennahe Entsorgung. Hier das, die Höhle an der Küste hinter dem Hotten Spicer sollte angeschaut werden. Interesting. Okay, machen wir. Haben die jetzt noch was Neues zu sagen, jetzt wo wir ihren Bunker aufgemacht haben? Nope. Alright, nee, das heißt... 4 bewahrt, die werden mir helfen, ich habe den Code gefunden. Hier, jemand hat in einer Höhle an der Küste hinter Franks Club etwas Verdächtiges vor. Okay, dann werden wir uns das mal anschauen, wenn wir schon mal hier sind. Also müssen wir erstmal die Antenne hacken, bevor wir hier weiterkommen. Das ist nur leider nicht die Höhle hinter Franks Club. Oh. Das ist nicht die Höhle, oder? Wo die was Verdächtiges vorhaben. Ich hoffe, mit Verdächtiges vorhaben ist nicht gemeint, dass die einfach von dem scheiß Buchstaben da runterspringen wollen. Weil das wäre meiner Ansicht nach nicht allzu verdächtig, sondern mehr so dumm. Oder ist es diese Höhle hinter dem Hot and Spicy? Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass damit hier gemeint ist. Wow! Da hat er auf einmal einen Abgang gemacht. Sonderklasse. So da.
Ist das hier? Achso, man, das hier draußen Siegel. Ah, geil, wieder. Ah, das könnte sogar ein interessantes Stealth-Siegel sein. So, aber das ist immer noch nicht die Höhle hinter dem Hotten Spicer, oder? Lass mir nur ganz kurz hier die... Einmal ganz kurz hier hacken. Im Idealfall müssen wir dafür nicht mal irgendjemanden hier killen. Was? What? Ich wollte nicht hier hin. Das letzte Mal, wie ich hier rein wollte, habe ich ewig lang gesucht, bis ich hier rein finde. Und jetzt will ich nicht hier hin. Und komme trotzdem hier hin. Okay, ich glaube, das mit Höhle hinter dem Hot and Spicer. Oh, meinte ich, vielleicht ist es hier gemeint. Oh, das wird gut. Ich mag es ja ein bisschen für Unruhe zu sorgen. Alles klar. Also die Höhle hinter dem Hot and Spicer. Die Sache ist, was ist mit der Höhle hinter dem... Ich höre hier hinter in dem Stein etwas. Hier in dem Stein ist etwas. What the fuck? Ah, Moment. Nee. Die Sache ist, die Höhle könnte halt bei dem Stand des Meeresspiegels auch nicht mal erreichbar sein. Ich weiß halt nicht, was mit Höhle hinter dem Hot and Spicer genau gemeint ist. Vor allem, das heißt ja nicht mal Hot and Spicer. Hinter Franks Club etwas für jemand hat in einer Höhle an der Küste hinter Franks Club. In einer Höhle an der Küste hinter Franks Club. Ich glaube, wir sollten da wirklich am Nachmittag wiederkommen. Na gut, dann verpissen wir uns jetzt erstmal. Würde ich sagen, ist, glaube ich, die geschickteste Option. Oder Moment. Ja, hier ist eigentlich nur der Weg hierher. Ja, okay, aber das ist ja nicht wirklich eine Höhle. Ich glaube nicht, dass die Typen bei dem riesigen Kran da diejenigen sind, die angeblich irgendwas Verdächtiges vorhaben. Würde irgendwie so ein bisschen weird sein. Na gut, dann würde ich sagen, geht's wieder zurück. Wir haben immerhin die Aeon-Sache jetzt damit, soweit ich das jetzt beurteilen würde, abgeschlossen. Eine Sache haben wir noch, aber wir müssen eh auf jeden Fall einmal am Nachmittag nach Frosted Rock kommen, weil wir ja Fia und Charlie, die zwei Turteltäubchen, noch ein bisschen aufmischen müssen. Und dann... Juliana ist tot, Fia, ja gut, Fia war jetzt nicht einmal ansatzweise und das unser Ziel. Jemand hat in einer Höhle an der Küste hinter Franks Club etwas Verdächtiges vor. Wir haben zwei goldene Siegel und eine Tafelverbesserung. Auch wenn die Tafelverbesserung ist nicht so unfassbar geil ist. Wir nehmen es. Ausrüstungsvariante. Wir können leider, glaube ich, nicht alles machen, aber macht nichts. Einmal anreichern.
Dann kann ich Waffensiegel nicht so geiler Natur eigentlich allesamt. All die Sachen, die ich nicht brauche, kann ich mal so, kann ich jetzt mal halt Waffensiegel. Moment, das ist kein Waffensiegel gewesen. Das sind persönliche Siegel gewesen. Genau, du erleidest weniger Schaden durch Kopfschüsse. Ja, du verursachst höheren Schaden, wenn du von hinten angreifst. In der Hocke bewegst du dich schneller. Haben wir das nicht schon genau so? Ja, das haben wir bereits. The fuck? Egal. So, es ist Nachmittag. Ich möchte probieren, wie das sich jetzt hier in Abderm auswirkt. Wir haben ja Courage geriggt. Vielleicht ist es jetzt wirklich so viel geiler, weniger schlimm. Dann, last but not least, haben wir außerdem noch das RAK. Und am Nachmittag nach Dings. Das heißt, ich würde sagen, wir schauen jetzt zu Courage. Und dann geht's am Nachmittag nach Twisted Rock. Nachricht an Code. Wegen deinem Scheiß hab ich jetzt nichts, bis du tot bist. Au. Oh, halt. Bin ich etwa völlig alleine hier oder was? Ja, beinahe. Gut, dass die instant quasi auf mich vergessen. Ich sage, er gewinnt. Ja. Sehr schön. Na dann, wir haben Courage gehackt. Ah ja, Scheißendreck, das geht jetzt auch auf mich. Wir haben Courage in der Früh gehackt. Bedeutet, wir sollten hier jetzt wirklich ein einfaches Spiel haben, oder? The fuck. Okay. Aber jetzt sagt irgendwie, es ist leichter. Ich habe keine Ahnung, wieso du nach dem ersten Preis raus und dann wieder rein bist. Aber ich bin ja auch Charlie Montague. Und du bist du. Es warten noch jede Menge Herausforderungen. Mal sehen, ob du sie knackst. Die Regeln sind so einfach, dass selbst du sie kapieren solltest. Jede Ebene hat zwei Seiten, mit jeweils eigenem Rätsel. Wenn du beide Seiten löst, erhältst du eine Belohnung. Wenn du alle drei Ebenen in Rekordzeit abschließt, kriegst du den fetten Preis. Was nicht unbedingt heißt, dass er buchstäblich fett ist, aber du willst ihn trotzdem. Zum Starten drücke einfach einen dieser schicken Buttons. Links oder rechts, sobald du bereit bist, den Arsch versohlt zu kriegen. Ja, und jetzt will ich wissen, ob es für dich einfacher ist. Geil, es ist einfacher. Und ich krieg's trotzdem nicht geschissen. Es ist nicht einfacher. Ah doch, jetzt bewegen sich die nicht. Die Dinger bewegen sich nicht. Und die Zeit ist viel höher. Ja, es ist schon ein bisschen einfacher, weil die Sachen hier zum Beispiel nicht so wahnsinnig schnell... Thank you.
Hier zum Beispiel bewegt sich jetzt nichts. Das heißt, ja, es ist doch, es ist viel einfacher, gebe ich zu. Sie bewegen sich halt, wenn dann, viel langsamer. Also, wenn du Teleport hast, ist das wirklich ein Cakewalk jetzt hier. Fuck! Mist. Ich hab's ernsthaft, du musst Arsch lecken jetzt. Okay, trotzdem, Rekordzeit. Fick dich! Ich hasse dieses sich mit den seltsamen Mustern abwechselnde. So. Kriegen wir jetzt einen anderen fetten Preis? Was man braucht, um sie zu meistern. Aber du hast nicht Courage, aber Eier in der Hose. So muss ein Charlie Montague-Spiel gespielt werden. Bis zum nächsten Mal, Champ. So. Du bist gut in. Ja, jetzt kommt dasselbe wieder. Du bist Bug in Meister Charlie spielen. Schweregrad A. Sehr häufig. Fataler Fehler. Für sofortige Behebung. Tschüss. Couragebefall. Colt in Meister Charlie spielt. Melde Fehler mit Schweregrad A. Wir haben über eine Minute auf der Zeit gehabt, aber gut, wir haben auch, glaube ich, insgesamt fast drei oder mehr Minuten. Scheiße. Mir geht's gut genug. So. Es wird Zeit, glaube ich, für eine kleine Granate. Ja, vielleicht doch. So. Sonst haben wir nichts zu tun, also würde ich sagen, tschüss. Also ja, Courage ist dadurch wirklich deutlich einfacher, gebe ich voll zu. Das war ein ganz anderes Ballgame. So. Und kann ich am Abend kann ich nicht nach Frosted Rock, oder? Die Ausrüstung werden wir kurz anreichern. Ich hoffe, wir haben genügend. Wir haben nicht genügend wahrscheinlich. Andererseits haben wir die Waffe ja genau so. Wenn du jemanden triffst, verbrauchst du keine Muni. Das haben wir ja schon. Das heißt, wir können sie eigentlich gegen dieselbe Waffe innen mit den guten Verbesserungen austauschen. Also, ja. Am Abend können wir nicht nach Frosted Rock. Komplex am Abend haben wir eigentlich nichts mehr, oder? Komplex am Abend. Alexis hat Venier zu seiner Party eingeladen. Warum ist das beim Komplex und nicht in Abdarm? Meint, das ist außerdem... Ich brauche Nacht. Anscheinend nimmt, wenn ihr das helps, wenn ich Igor Sicherheitsmaßnahmen... Aber interessant, Alexis hat wenig zu seiner Party eingeladen. Warum ist das ein Hinweis? Ah, okay, ich verstehe aber nicht ganz, warum das so interessant sein soll. Egal, ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Wir werden, glaube ich, sogar einfach die Nacht überschlafen, einen neuen Tag starten. Und dann werden wir... Ich glaube, das nächste Mal, wir können am Vormittag zum RAK nach Abdarm. Ich glaube...
das ist ganz sinnvoll, dass wir das dann so machen. Weil das sind die letzten Visionärhinweise, die wir noch haben. Genau, das RKK, wir haben die Passwörter. Und dann noch hier den Strand von Frosted Rock. Alles andere, was wir machen können, außer dieses mit dem hier, jemand hat irgendwas Seltsames vor, aber das könnte auch davon sein. Könnte auch sein. Irgendwo in der Nähe der Küste, Frosted Rock, könnte ruhig damit verbunden sein. Das heißt, nächstes Mal werden wir... Warum sollen wir die Energie umleiten? Wir haben das Audioschloss. Ich sag nicht, wir können das erst machen, wenn wir die Energie hingeleitet haben. Ich glaube nicht. Andererseits... Moment. Ich habe Zugang zu den Stationen. Der RK kann mich mit dem Code, kann ich das... An der RK. Die drei Passwörter. Nee, ich glaube tatsächlich, das ist irgendwie ein bisschen ein Fehler. Ich glaube, ich kann direkt nach Abdarm. Das ist nur quasi ein Unterteil, weil ich es noch nicht geöffnet habe. Ich glaube, wir können nach Abdarm und würde ich sagen, das machen wir dann auch beim nächsten Mal bei Let's Play Deathloop. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.